wir jetzt. Halt, jetzt sind wir beim Molekül der Moleküle, der DNS. Einer Doppelschraube, die aus Hunderttausenden von Sprossen besteht, die aufgemacht werden muss wie ein Reißverschluss, um sich zu verdoppeln, die abgelesen wird von einem Kopierer. Dieser Kopierer trägt die abgelesene Information an andere Stellen in der Zelle. Dann kann da die Produktion zum Beispiel von Proteinen weitergehen. Und bei diesem Ablesevorgang gibt es sogar Qualitätskontrolleure, die genau schauen, ob auch alles genau richtig abgelesen wurde oder ob es Fehler gegeben hat. Denn wenn es Fehler gibt, dann kann es zu Krankheit kommen und letztlich ist auch das Altern unserer Zellen mit solchen Abschreibefehlern verbunden. Aber zu diesem Abschreiben gehört eben auch, dass Mutationen auftauchen können, die positiv sind. Wo sich also was Neues entwickelt, was insgesamt im Körper dann zu einer besseren Anpassung an die Umwelt führen kann. Die DNS ist, wenn man sie auseinanderzieht, über 2 Kilometer lang und sie besteht nur aus 4 Buchstaben. Das Alphabet des Lebens auf unserem Planeten besteht nur aus 4 Buchstaben. Alle Lebewesen auf unserem Planeten haben eine solche Doppelschraube in sich. Das ist das Erbgut, das übertragen wird von einer Generation zur nächsten. Und hier sind wir jetzt an der Grenze angekommen, denn das ist das allerletzte Mal, dass man noch unterscheiden kann zwischen zum Beispiel mir und Ihnen. Unsere DNS unterscheidet sich. Ein Kriminaltechniker könnte das genau herausfinden. Das heißt, hier kann man noch von einer Person zur anderen unterscheiden. Aber ab jetzt, wenn wir jetzt tiefer in die Materie eindringen, hier verlieren wir die Individualität. Dort unten lösen sich die großen Moleküle in einfachere Moleküle auf. Bleiben wir bei den Kohlenstoffatomen, die sich mit Wasserstoff- und Sauerstoffatomen zu den sogenannten Kohlenwasserstoffatomen verbinden. Das sind große Ketten, aber die sind schon viel kleiner als die DNS. Und diese großen Ketten setzen sich ihrerseits wieder zusammen aus noch einfachen Molekülen. Am Ende landet man zum Beispiel bei einem Molekül, das besteht nur aus Kohlenstoff und 4 Wasserstoffatomen. Das nennt man Methan. Oder aus Kohlenstoff und 2 Sauerstoffatomen. Das nennt man Kohlendioxid. Übrigens beides Moleküle, die am sogenannten Treibhauseffekt beteiligt sind, nämlich der Speicherung des Sonnenlichts in unserer Atmosphäre, ohne den wir auf diesem Planeten gar nicht leben könnten. Ohne den Treibhauseffekt durch Methan und Kohlendioxid zum Beispiel, wird es gar kein Leben auf unserem Planeten geben. Dann wäre es hier nämlich so kalt, dann gäbe es uns gar nicht. Minus 18 Grad Celsius. Dank des Treibhauseffekts haben wir plus 15 Grad. Aber zurück zu den einfachen Molekülen. Diese einfachen Moleküle sind Verbindungen von Atomen. Im Zentrum eines Methanmoleküls steht ein Kohlenstoffatom. Und da reisen wir jetzt mal hin. Dem Atom. Nach Meinung einiger Griechen von vor über 2400 Jahren ein unteilbares Teilchen. Es hat sich aber herausgestellt, da steckt noch viel mehr drin. So, jetzt sind wir beim Atom angekommen. Das Atom ist für uns, wenn wir von außen jetzt das mal anschauen, eine diffuse Ladungswolke. Für ein Kohlenstoffatom eben 6 Elektronen, weil im Atomkern, den sehen wir noch lange nicht, 6 positiv geladene Teilchen, die Protonen, sitzen. Diese 6 Elektronen des Kohlenstoffs, die sind es, die
auch für die Verbindung zuständig sind. Genauer genommen sind es eigentlich nur 4 Elektronen des Kohlenstoffs, die sich mit anderen Atomen verbinden können. Warum? Ah, das habe ich noch gar nicht erzählt. Weil Atome sich deshalb miteinander verbinden, weil die Elektronen eine Eigenschaft haben, die nennt man Spin oder auch Drall. Und immer 2 Elektronen mit unterschiedlichem Drall können sich zueinander verbinden. Letztlich versuchen alle Atome einen etwas stabileren energetischen Zustand dadurch zu erreichen, dass sie sich mit anderen Atomen verbinden. Und dann werden sie stabiler und das Atom regt sich ab auf diese Art und Weise. Dadurch, dass es sich verbindet, wird die Welt stabiler. Elektronen sind negativ geladene Teilchen und sie schwirren in der Elektronenhülle des Atoms herum, weil sie nicht dahin können, wo sie eigentlich hinwollen, nämlich zum Atomkern. Wie winzig der Atomkern ist, das lässt sich vielleicht dadurch vergleichen, wenn ein Atom, und das kleinste Atom wäre der Wasserstoff, wenn also dieses kleinste Atom, der Wasserstoff, so groß wäre wie ein Bundesliga-Stadion und das Elektron auf seinem innersten energetischen Zustand in diesem Bundesliga-Stadion auf dem äußersten Tribünenrang herumraste, so wie man das in der Ladungswolke jetzt noch sehen kann, dann wäre ein Atomkern so groß wie ein Reiskorn im Mittelpunkt am Anstoßkreis. Das Atom ist fast völlig leer, fast völlig. Aber in diesem Atomkern stecken 99,99% der Masse. In einem Kohlenstoffatomkern stecken 6 Protonen und 6 Neutronen. Die Protonen sind positiv geladen, die Neutronen sind neutral, elektrisch neutral. Das müsste Sie eigentlich aufmerken lassen, denn gleichnamige Ladungen stoßen sich doch ab, so hieß es immer. Stimmt, auch im Atomkern stoßen sie sich ab, aber es gibt eine Kraft, die den Atomkern zusammenhält und diese Kraft ist stärker als die elektromagnetische Kraft. Die Bindungsenergie im Atomkern wird übrigens frei, wenn man einen solchen Atomkern spaltet. Dann wird die ganze Bindungsenergie, die nötig war, um den Kern zu halten, zusammenzuhalten, wird schlagartig frei. In Atomkraftwerken und in Atombomben wird die Bindungsenergie von Atomkernen freigesetzt. Im Innern eines Atomkerns gibt es Protonen und Neutronen. Aber Protonen und Neutronen bestehen ihrerseits wieder aus Teilchen, aus Quarks. Aus genau 2 verschiedenen Sorten, Up- und Down-Quarks. Ein Proton trägt eine positive Ladung, ein Neutron trägt die Ladung 0. Sodass in dem einen Teilchen sich DUD, Down-Up-Down-Quarks zusammentun und in dem anderen Teilchen Up-Down-Up. Das Proton ist positiv geladen, Up-Down-Up, das Neutron ist elektrisch neutral, Down-Up-Down. Und diese beiden Quarksorten sind aber nur 2 von insgesamt 6 Quarksorten, die es insgesamt in der Natur geben müsste. Es hat sich aber herausgestellt, dass das Material, aus dem wir so bestehen, wir Otto-Normalverbraucher, das sind nur Up- und Down-Quarks. Diese 4 anderen Quarks, die braucht man nur bei viel, viel höheren Energien, als wir existieren können. Und die Größe dieser Quarks, das weiß man nicht. Denn da unten löst sich die Materie auf. Hier unten passiert etwas Merkwürdiges. Wenn man hier genau wissen will, was passiert, muss man so viel Energie aufwenden, dass schon wieder neue Teilchen entstehen. Hier unten löst sich die Materie in Energie auf und die Energie verwandelt sich wieder in Materie. Letztlich bestehen Lebewesen, so wie wir, in ihrem tiefsten Grund nur aus Bindungsenergie. Die Massen der Up- und Down-Quarks in den Protonen und Neutronen sind nur 5%. Die Gesamtmasse des Protons besteht nur zu 5% aus Masse der Quarks. 95% sind Bindungsenergie. Und diese Bindungsenergie steckt in der Kraft, die diese Kernbausteine zusammenhält. Lebewesen sind geronnene Bindungsenergie. Und die Wissenschaft hat natürlich versucht herauszufinden, was sind denn nun die Elementarteilchen dieser Welt? Elektronen sind nicht mehr weiter zu teilen, die Quarks sind nicht mehr weiter zu teilen, also die Atomkerne offenbar sind keine Elementarteilchen, denn sie waren ja weiter zu teilen, erst in Protonen und Neutronen und dann in Up- und Down-Quarks. Ein Elementarteilchen ist nämlich etwas Elementares, etwas Unteilbares. Die alte griechische Idee, dass die Atome die unteilbaren Teilchen seien, hat sich eben nicht bestätigt. Aber es gibt Elementarteilchen. Neben den Quarks, die in den Atomkernen stecken, aus denen die normale Materie besteht, gibt es auch noch andere Quarks. Die hat man theoretisch vorhergesagt. Es gibt noch 4 andere Quarksorten, die vorhergesagt worden sind und die sind alle gefunden worden. Die Theorien über die Elementarteilchenphysik
haben allerdings auch vorhergesagt, dass hinter den Quarks, also auf der Längenskala unterhalb von 10 hoch minus 19 Metern, wahrscheinlich erstmal lange Zeit nichts mehr kommen wird. Gar nichts mehr. Warum nicht? Warum ist da nichts mehr? Möglicherweise gibt es einfach keine materiellen Bausteine, die so energetisch sind, dass die da unten irgendwo auftauchen können. Möglicherweise sind tatsächlich die Quarks der materielle Rand der Wirklichkeit. Man wird danach suchen. Wir haben große Beschleuniger gebaut. Man sucht jetzt noch nach einem großen energetischen Feld, das dafür verantwortlich ist, dass die Elementarteilchen die entsprechenden Massen haben. Aber wenn dieses Feld gefunden ist, dann wird man möglicherweise nach was ganz anderem suchen, nämlich nach einer ganz neuen Teilchenfamilie, die es in diesem Universum, so wie wir es kennen, nie gegeben hat. Die es nur ganz, ganz, ganz am Anfang des Universums gab. Bei sehr, sehr hohen Energien, wie überhaupt alle diese Elementarteilchen in freier Form, ja nie auftauchen, sondern immer in irgendwelchen Strukturen gebunden sind. Diese freien Quarks, die man gefunden hat, die vorhergesagt worden sind von der Theorie, die hat man nur finden können in riesigen Beschleunigern, bei sehr, sehr hohen Energien und damit bei sehr hohen Temperaturen. Und dann gelangt man systematisch schon gedanklich, aber dann auch experimentell immer näher und näher an den Rand der Welt. Hier gibt es nichts mehr, was irgendwie Bestand hätte. Hier ist man in der Quantenmechanik. Alles schwankt. Möglicherweise beginnen sogar Raum und Zeit zu schwanken. Und das wäre dann auch der Beginn des Universums. Tja, der Beginn des Universums. Der Beginn des Universums soll ja der Urknall sein. Der Urknall wäre der Anfang von allem, der Beginn von Raum und Zeit. Und damit wäre das auch der Anfang von allem, was überhaupt irgendwie erkennbar ist, der Anfang einer Erstursache. Einer Ursache, die selber überhaupt keine Ursache gehabt hat, aber Wirkung. Das wäre der Beginn des Universums. Dann wären aber auch Zeit und Raum nicht mehr klar voneinander zu unterscheiden. Diese Welt, die sogenannte Planck-Welt, benannt nach Max Planck, der sie als erster ersonnen hat, gilt heute als der Beginn des Universums. Ab dem kann überhaupt erst Physik betrieben werden. Physik als eine Kausalitätssucht, nämlich der Sucht herauszufinden, was ist die Ursache für eine Wirkung, die ich beobachte. Diese Physik setzt den Anfang des Universums an den Urknall. Der Urknall ist der Beginn von allem, was überhaupt in dieser Welt existieren kann. Das ist das allerkleinste Kleinste, über das hinaus nichts Kleineres mehr wissenschaftlich untersucht werden kann. Man kann zwar noch was Kleineres denken, also Sie könnten ja denken, ich habe was Kleines und ich denke dann, mein Kleines ist noch kleiner als Ihr allerkleinstes Kleinstes. Das geht natürlich, aber kleiner geht's nicht mehr. Warum geht's nicht mehr kleiner? Weil hier die Grenze ist, dass man überhaupt etwas von der Welt erfahren kann. Es gibt zwei große Theorien, die Quantenmechanik und die allgemeine Relativitätstheorie, die diese Planck-Länge von 10 hoch minus 35 Metern zum kleinsten kausal sinnvollen machen, was es überhaupt längenmäßig zu definieren. Man kann das ja noch durch die Lichtgeschwindigkeit teilen, dann kann man die kleinste kausal sinnvolle Zeiteinheit im Universum definieren und damit ist man tatsächlich am Ende angelangt. Es gibt eine absolute Grenze, die diese Theorien definieren. Und das ist die Planck-Welt. Das ist der Beginn des Universums und zugleich das allerkleinste Kleinste, über das hinaus nichts mehr wissenschaftlich untersucht werden kann. Und jetzt reisen wir wieder nach Hause. Weg aus dieser merkwürdigen Grenze der Wirklichkeit hin zu der Wirklichkeit, die wir gut verstehen. Und das ist ja schon erstaunlich, dass wir, obwohl unser Gehirn ja eigentlich nur an dieser Wirklichkeit der Meter und Kilogramm und Sekunde gewöhnt ist, dass wir trotzdem Theorien machen können über diese merkwürdigen Welten des Allerkleinsten oder des Allergrößten. Sehr irre. Und dass wir auch jetzt inzwischen eine Theorie haben, die das Allerkleinste und das Allergrößte miteinander verbindet, indem sie nämlich sagt, diese vier Kräfte, die unseren normalen Alltag bestimmen, nämlich Schwerkraft, Elektromagnetismus und die beiden Kernkräfte, dass diese vier Kräfte am Anfang des Universums eine Kraft gewesen sein müssen. Hier kommt man dann in den Bereich der Stringtheorien, der Superstringtheorien, der Quantengravitation. Denn letztlich müssen sich natürlich dann nicht nur die Kräfte, die die Materie aufbauen, miteinander vereinigen lassen, sondern sogar die Kraft, die dafür sorgt, dass wir hier auf dem Erdboden bleiben, nämlich die Schwerkraft. Das muss alles mit da rein. Und die Schwerkraft wird ja